Was geht ab, YouTube? Mein Name ist Marvin und auch ich war Samstagabend sehr bestürzt und traurig darüber, dass LGS dritter Teil vom Da Vinci Code nach langem Hin und Her nun doch nicht erschienen ist. Mich haben diverse Nachrichten erreicht, die mich nach meiner Meinung zu der ganzen Thematik gefragt haben. Was ich von der ganzen Sache halte, erfahrt ihr deshalb genau jetzt. Viel Spaß dabei, meine Freunde. Für alle, die nicht wissen, worum es geht, hier nochmal kurz das Wichtigste zusammengefasst. LGR hat seit geraumer Zeit Beef mit dem leidlich bekannten Rapper Tatverdacht. Trauriger Höhepunkt des Ganzen war ein Foto, welches Tatverdacht zeigte, wie er mit einem Küchenmesser vor der Haustür von LGRs Mutter stand. Das ist nicht nur asozial und unter aller Sau, sondern auch noch vollkommen dämlich, wenn man weiß, was LGR mit seinem letzten Kontrahenten Firuz K. gemacht hat. Wer hier noch Aufklärungsbedarf hat, dem verlinke ich mal die beiden Videos Da Vinci Code und Da Vinci Code Reloaded in der Videobeschreibung. LGR ließ Tatverdacht dann anonym ein Video zukommen, welches LGR beim Koksen zeigt und wie er über irgendeine 17-Jährige redet. Tatverdacht wiederum hat das Ganze dann auf seinem YouTube-Channel hochgeladen und stolz verkündet, dass er LGR total bloßgestellt hat. Der reagierte wiederum wenig später mit dem Video Aufwärmtraining, in dem er genau zeigte, wie er sämtliche Gespräche und auch das Koksen gefaked hat und gleichzeitig eine klare Ansage machte. Was ihr denkt jetzt, das war der Da Vinci Code? Das war gar nichts. Das war nichts. Und ich schwöre, ich mache jetzt wieder eine Ansage und ich werde nicht mehr meine Mutter mit reinziehen. Du hast ein Foto von meiner Mutter gemacht, von meiner Mutters Haustür. Hast du ein Foto gemacht mit Messer, ne? Hurensohn. Oh, Junge, das hat dich getötet. Das war dein Genickbruch. Mann, du kannst doch nicht bei Al-Hajja vor die Tür gehen. Schäm dich, du Hund. Schäm dich. Bei Al-Hajja wohnt deine Mutter. Schäm dich, du Hund. Egal, ne? Ich sag nur eine Sache. Du denkst, du kannst dich vor mir verstecken. Ich weiß deine Adresse. Ich weiß, wo du wohnst. Ich weiß, wer deine Geschwister sind. Ich weiß, dass dein Vater ein Fischverkäufer ist. Ich weiß, was deine Mutter macht, wann die ihre Tage hat. Die kriegt die gar nicht mehr, das weiß ich auch. Ich weiß alles über dich. Und ich mache jetzt eine Ansage. Auch du bist mir zweimal entwischt, ne? Und ich setze mich selber unter Druck. So Leute, wenn ich den in 72 Stunden nicht auf Virus-Niveau hole, ja, auf Virus-Niveau hole. Schlimmer. Nein, auf Virus-Niveau hole ich den Hurensohn. Auf diesen gleich, schlimmer geht's gar nicht. Schaffst du das noch? Ich werde das noch schaffen. Wenn ich das nicht schaffe, Leute, in 72 Stunden, mach wieder ein Countdown-Rap-Update in 72 Stunden. Wenn ich das nicht schaffe, lösche meine Seite und gehe von der Bildfläche weg, dann gebe ich mich geschlagen. Obwohl ihr jetzt schon seht, allein schon damit habe ich seine Mutter gefickt. Ich schwöre dir, in 72 Stunden, wenn nicht, laufe ich nackt durch die Königsallee und jeder darf mich anspucken und Hurensohn nennen. Dann bin ich kein Mann. Dann hat meine Mutter mich nicht geboren. Deswegen in diesem Sinne, liebe Freunde, ich wünsche euch eine schöne Nacht. Haltet die Ohren steif. Sensationsgeil und beefgierig, wie die Deutschrap-Community nun mal ist, haben sich alle schon immens auf den dritten Teil vom Da Vinci Code gefreut. Und auch ich muss zugeben, dass ich das Teil mit Spannung erwartet hatte. Im Laufe der 72 Stunden hatte allerdings Tatverdachts Familie mit LGR Kontakt aufgenommen. Dabei kam heraus, dass Tatverdacht scheinbar psychische Probleme hat, drogensüchtig ist, bald zum wiederholten Male Vater wird und sein eigener Vater schwer krank ist. LGR hat daraufhin Herz gezeigt und gemeint, dass er das Video nicht veröffentlichen wird, wenn Tatverdacht in eine Shisha-Bar kommt und sich dort öffentlich bei ihm entschuldigt. Der Rest ist Geschichte und wurde von Roos in einer eigenen Was-Los-Folge ausführlich dokumentiert. Nun ja. Ich bin immer noch sehr zwiegespalten, was meine Meinung zu der ganzen Thematik betrifft. Die schadensfrohe und vergeltungsbedürftige Hälfte meines Herzens ist natürlich tief betrübt darüber, dass der dritte Teil vom Da Vinci Code nicht erschienen ist. Bei der Mutter mit Küchenmesser vor der Haustür zu stehen und das dann auch noch samt Adresse öffentlich auf Facebook zu posten, ist eine Sache, für die man einfach bestraft werden muss. Die empathiefähige und versöhnliche Hälfte meines Herzens empfindet jedoch, dass der junge Tatverdacht auch so eine mehr als harte Strafe erfahren hat. Ein Rapper, der sich bei laufender Kamera wehmütig bei einem anderen Rapper für seinen Diss und seine Drohungen entschuldigt. Damit hat LGR Tatverdacht jegliche Chance auf zukünftige Beefs genommen, da mögliche Gegner schon durch LGRs Aktionen unglaublich viel Angriffsfläche besitzen würden. Mut hat der junge Tatverdacht allerdings bewiesen, indem er quasi in die Höhle des Löwen vorgedrungen ist und sich mit seinem Bruder zusammen einer verärgerten und sehr impulsiven Meute gestellt hat. Respekt auch an dieser Stelle an die Jungs, die ihm im Vorfeld versprochen haben, dass er nicht kassieren wird und nicht nur ihr Wort gehalten, sondern Tatverdacht nach dem Gespräch auch noch sicher zu seinem Auto begleitet haben.
Als er dann im Gespräch mit Algier davon erzählt, wie ihm Leute eingeredet haben, dass Algier schlecht über Tatverdachts Mutter geredet hat und er ihn deswegen dissen soll, fasst das die aktuelle Lage im Deutschrap sehr gut zusammen. Es wird viel erzählt und viel behauptet, andere springen darauf an und fangen munter an, drauf loszupöbeln, ohne mal nachzuhaken, ob an der Sache überhaupt was dran ist. Dazu kommt natürlich, dass Tatverdacht einfach unglaublich naiv erscheint und sich definitiv erhofft hat, durch einen Beef mit Algier ein bisschen Fame abzukriegen. Nun gut, den hat er jetzt, auch wenn er sich das alles wohl etwas anders vorgestellt hat. Man kann nur hoffen, dass Tatverdacht diese Lektion dazu bewegen wird, sich mehr auf seine Familie und seinen Nachwuchs zu konzentrieren und vielleicht einem geregelten Leben nachzugehen, anstatt bei fremden Müttern mit Messer vor der Tür zu stehen. Was haben wir also aus der ganzen Sache gelernt? Ganz klar, leg dich nicht mit dem durchgeknallten Algier an, sonst kann es sein, dass du 2-3 Wochen später Algiers Wichse genüsslich in deinen Morgenkaffee rührst, obwohl du denkst, es ist wie jeden Tag nur herkömmliche Kondensmilch. Wie der algerische Milfhunter sich Zutritt zu deinem Haus, deinem Kühlschrank und schlussendlich zu deinem kleinen Kondensmilchkännchen verschafft hat, wirst du deine nahe Zukunft in einem einstündigen Da Vinci Code Video sehen. Und vielleicht noch kurz zu den Leuten, die meinen, dass Algier bei ihnen unten durch ist, weil er den Da Vinci Code nicht rausgehauen hat, obwohl Tatverdacht mit dem Messer vor der Tür seiner Mutter stand. Der Verzicht seitens Algier auf eine Veröffentlichung des Videos macht das darin Gezeigte nicht ungeschehen. Algier hat schon seine ganz persönliche Rache bekommen und es ging nur noch darum, ob er uns an seiner Rache teilhaben lassen wird oder halt nicht. Wer die beiden Firus-K-Videos gesehen hat, weiß, dass sich Algier wohl mehr als genug bei Tatverdacht für dessen Frechheiten revanchiert hat. Wie ist eure Meinung zu der ganzen Thematik? Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr es nicht vielleicht besser gefunden hättet, wenn Algier das Video veröffentlicht hätte. Oder seid ihr auch der Meinung, dass man manchmal einfach Gnade vor Recht walten lassen sollte? Lasst mich außerdem wissen, was ihr denn glaubt, was denn nun eigentlich im Da Vinci Code Video zu sehen war. Das war's von mir für heute. Bis zum nächsten Video. Lasst es euch gut gehen, meine Freunde.